Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Valhalla. So Leute, wir machen heute weiter. Wir werden heute Rätsel weitermachen, also Rätsel lösen und nach Reichtum suchen. Und ja, wir müssen mal schauen, was wir jetzt hier finden. Gestern haben wir uns ein bisschen schwer getan, damit wir hier den Eingang in der komischen Hülle da finden. Der war hier. Aber wir haben ihn trotzdem gefunden. Und jetzt würde ich sagen, machen wir doch mal weiter. In Valhalla. Geiles Game bis jetzt. Okay, wir müssen ja runter. Also da hinten sehen wir auf jeden Fall schon mal was. Dort unten ist was. Genau. Gut. Servus, Leute. Wir schauen auf die Karte. Genau, hier unten ist halt, hier ist ein Rätsel, hier ist Reichtum, hier ist noch was, da ist was, überall ist was. Wir können überall Sachen erledigen. Valkas Hütte. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal hier runter. Wir markieren uns das mal. Genau, da müssen wir mal schauen, wo das denn dort ist, ob das eher da oben liegt oder eher unten. Dann gehen wir mal hier runter. Geh runter, Mensch! Wir könnten aber auch gleich das Rätsel mitnehmen. Das wäre halt näher dran, gell? Muss man das ausprobieren, wie es mit der Fackel ist? Er muss hier doch irgendwo sein. Ich hoffe, sie zu sagen hat. Ich glaube, ihr habt ein paar Stellen übersehen. Wonach suchen diese Männer? Nach meinem Kamm. Wer ihn findet, gewinnt einen Abend in meiner Gesellschaft. Willst du mitmachen? Ja, war das eine Frage oder? Ich habe nämlich keine Antwortmöglichkeit. Okay. Ich werde es sein, der ihn findet. Wart's nur ab. Er muss hier doch irgendwo sein. Sendschreiben einer Jungfrau. Grüße, tapfere Krieger, komm mit, mein Kamm zu suchen. Verloren liegt ihr in tiefen Weiten, wohin nur kühne Recken schreiten. Wacker bleibt, heißt das Blut, verliert im Schlamm nicht euren Mut. Ihr findet mich am rauschenden Fluss, dem Held winkt zum Lohn ein Kuss. Okay, wir schauen mal, das werden wir schon finden. Ich kann mir vorstellen, dass der irgendwo unter Wasser liegt. Okay, da haben wir nur das jetzt. Breite deine Flügel aus. Da ist was drin. Hier oben sind wieder Kupfer oder sowas. Hier im Wasser sieht man jetzt eigentlich nichts. Sühnen, leite mich. Ich geh jetzt mal hier hoch. Hm.
Krieg, Freundin. Hier oben wird zwar nicht der Kamm sein, aber da ist dann vielleicht ja, Materialien, die wir brauchen. Gehen wir weiter hoch. Ich hab den Kamm! Halt! Das ist ein Kieferknochen! Sieh mal nach, Sühnen. Hier kann vielleicht was sein, oder? Gehen wir mal da hinten rein. Dieses Wasser ist tödlich. Okay, wo geht's jetzt hier hin? Den kompletten anderen Weg schon wieder. Wenn du Bären suchst, muss ich dich enttäuschen. Wir leben keine. Seil. Aber ich habe ein besseres Angebot als eine Jagd. Wenn du ein echter Drenger bist, jemand, dem Ehre wie Sonnenlicht durch die Adern fließt, so sollst du mir helfen, mein Schicksal zu erfüllen. Lesen. Mit zittriger Hand geschriebener Zettel. Mein König, ich hoffe, meine Worte fliegen zu dir nach Valhall. Ich verbleibe Midgard. Als einziger der Drängier bin ich in unsere Heimat zurückgekehrt. Ohne dich ist es nicht dasselbe. Eine Totengrube könnte nicht lebloser sein. Helheim wäre ein trostvoller Ort. Ich gelobte dir mein Leben an. Schicke mir nun einen guten Tod, Erik. Okay. Ja, wir nehmen es auf jeden Fall an, was dir erzählt. Sprechen. Du bist weit weg von wärmendem Feuerkrieger. Ist das dein Zuhause? Mein Name ist Erik Treuschädel. Diesen Namen gab mir der große König Ragnar Lodbrok, als er kämpfte, um die Felder Englerlands zu durchpflügen. Englerlands. Wir gründeten Familien, stürzten Könige, umschifften Berge, kämpften, bis die Jahreszeiten wechselten. Doch
ist nicht mehr. Ganz Nordwege trauert König Ragnar nach. Ich kann mir kaum vorstellen, wie betrübt seine Krieger sein müssen. Nur 6 von uns sind übrig. Seine treuesten Drängier. Aber ohne seine Stärke und Führung sind wir verloren. Ohne Ziel. Hier lernte ich, dass mein Leben mit dem von Ragnar verbunden war. Wir waren jung, jagten einen Bären, als wir auf diese Höhle stießen. Er erlegte ihn allein, mit einzig einem Messer. Sprang dem Tier auf den Rücken, saß wie eine Fliege auf einem Drachen und brachte es zu Ende. Zusammen feierten wir seinen Sieg, als hätten wir die Bestie gemeinsam erlegt. Da wusste ich, dass ich für diesen Mann leben und sterben würde. Ich starb nicht neben meinem Herrn in Ellas Schlangengrube. Aber ich kann es richten. Kämpf mit mir, Kriegerin. Schicke mich zu ihm in Odins Halle. Ich fühle mich geehrt, gegen einen echten Dränger zu kämpfen. Gib nur das Zeichen. Sehr wohl. Für Ragnar Lodbrok, den wahren König von Nordwege. Für Ragnar, für Ruhm und für alle Drängier erhebe ich meine Klinge. Alter! Kann ich den überhaupt schaffen? Alte Schwede. Der hat mir ja fast mit 3-mal getroffen, war ich tot. Ja, das machen wir nicht nochmal. Das sehen wir uns vielleicht auch für später. Wenn wir ein bisschen stärker sind. Sind wir denn hier? Kein Plan, wo wir sind, Leute. Okay, hier geht's aber auch nicht weiter. Da wird es hochgehen. Kann ich eventuell da hoch? Bin ich wieder komplett woanders? Wo ich eigentlich hin wollte? Ist aber auch nichts. Okay, hier geht's wieder raus. Legende. Verirrter Dränger. Tochter, legendäre Tiere, okay. Muss ich oben eh noch eine Quest machen? Hier muss ich irgendwie komische Rehe oder so noch abschießen.
Aber wir wollen jetzt erstmal das blöde Rätsel da lösen. Los, irgendwo muss ich den Schatz geben. Oh, wo soll ich dir den Schatz geben? Gehen wir hier runter. Los. Hier scheint nichts zu sein. Ich spring hoch hier. Scheint es aber auch nur Jungs so. Ah, da scheint es sein zu gehen, oder? Ah, ja, okay. Ist das kalt? Mein Hut gefällt. Silber, okay. Okay. Müsste jetzt eigentlich den Schatz haben. Jetzt will ich nur noch schauen. Was mit dem Rätsel ist. Genau, der ist weg. Okay, hier, was ist hier?
Pfeile. Was höre ich hier? Irgendwie. Ich muss sehen, was du siehst. Zeig dir mal die Materialien an. Wahrscheinlich alles gleich. Nee, was ist denn das da rum? Da hoch. Ich hab keinen Plan. Ich muss erst noch ein bisschen besser klarkommen hier mit den ganzen Rätseln und so. Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Hä? Okay. Ob wir hier irgendwie rumgehen können. Ja, aber den blöden Reif habe ich immer noch nicht gefunden.
guckst, da wo es hell und trocken ist oder dunkel und feucht. Das kann natürlich überall sein jetzt. Kommt mein Kamm zu suchen verloren, liegt ihr in tiefen Weiten, wohin nur kühne Recken schreiten. Wacker bleibt, heißt das Blut, verliert im Schlamm nicht euren Mut. Ich finde mich am Arsch am Fluss. Hilf mir, sei meine Augen. Aber ihr seht aber auch nicht der Vogel. Was soll denn das sein? Alles muss Materialien. Schwierig. Der Fluss geht auf jeden Fall runter, dass irgendwie das den weggeschwemmt hat oder so. Keine Ahnung, Leute. Ich könnte mir vorstellen, dass hier irgendwo Wasser liegt. Tief weit unten, aber das Problem ist, ich kann nicht so lange tauchen. Das ist das ganze Problem. Gefriert. Schwimm halt.
Warum taucht sie denn nicht unter? Vorher den okay, da haben wir doch gefunden. Mann. Bin gespannt, ob es da vielleicht mal Ausrüstung gibt, wo ich halt das besser aushalte, die Kälte. Also Kälteresistenz. Ich weiß nicht, irgendwie Beeren oder so. Was zu essen. Im Inventar werde ich nichts drin haben, oder? Was ich irgendwie essen könnte. Handelsgüter. Questgegenstände. Runen. Eliteangriff, Widerstand. Okay, das könnte ich vielleicht bei dem Typen da oben machen. Bisschen mehr. Ein bisschen Farm gehen. Okay, jetzt können wir das aber auf jeden Fall schon mal abgeben. Ich glaube, das ist deiner. Stell die Suche ein. Die Gewinnerin hat meinen Kamm gefunden. Gut, der Preis dafür, meinen Kamm zu finden, ist etwas Zeit mit mir. Ein Spaziergang oder auch mehr, wenn unsere Unterhaltung es nahelegt. Verstehe. Nach dir. Du wirkst anders als die, die sich sonst auf mein Spiel einlassen. Du hast eine Schwere und eine Zartheit. Zartheit? Die anderen sind wie Keulen, stumpf und plump. Du bist graziler, wie ein Messer. Ist dein Verlangen so stark, dass jede Dahergelaufene dir genügt? Einst war ich verheiratet. Mein Alfie ist vor 5 Wintern gestorben. Unsere Ehe war perfekt. Ich brauche keine neue. Doch soll ich den Rest meines Lebens ohne Liebe und Zuneigung verbringen? Ich denke nicht. Und der Kamm? Ob Kamm, Brosche oder Armreif, ist egal. Solange ich es verlieren und eine helfende Hand es finden kann. Schon etwas Interessantes erlebt dabei? Einmal dachte ich, derselbe Mann wäre mir 3-mal begegnet. Da hatte ich Angst. Doch es waren Drillinge. Wenn dieser Kamm dir nichts bedeutet, was soll ich damit tun? Behalte ihn. Kämm dein Haar. Oder lass es von mir kämmen, wenn du magst. Mein Haar kämmen? Ist es das, worum sich diese Männer streiten? Ich könnte mehr tun. Ich könnte alle Knoten und Spannungen finden und sie lösen, wenn du willst. Ja, mach mal. Meine Schultern sind verspannt und mein Haar ist struppig. Diese Knoten könnten eine zarte Hand gebrauchen. Dann lass mich.
zarte Berührung, harte Stimme. Das hat Spaß gemacht, Eivor. Behalte den Kamm als Erinnerung. Danke, Biel. Du kannst ihn verkaufen. Knoten gelöst, an die ich selbst nicht herankomme. Okay. Gut, sehr schön. Nehmen wir den hier wieder weg. Gegen den kämpfen wir noch nicht. Das ist ein Elite-Gegner. Wir könnten jetzt uns mal hierher begeben. Das heißt, wir porten einmal. Dann haben wir natürlich noch den Schatz. Und das, denke ich, wird auch das alles sein. Reichtum, Rätsel. Wenn wir das alles haben, dann wird auch das und Artefakte natürlich, dann wird es natürlich auf 100% sein, denke ich mir. Ich weiß ja nicht, wo ich hier runterspringen kann. Das war falsch. Ah, das war falsch. Ich habe nichts mehr zu futtern. Schauen wir nochmal schnell ins Inventar. Und zwar Tasche. Questgegenstände. Drei Geweihe. Okay, wir müssen also drei Hirsche oder so jagen. Schauen wir, vielleicht finden wir auf dem Weg dorthin irgendwas. Kein Hirsch oder so gesehen. Aber vielleicht kommt es noch. Boah, ist das geil, ich friere durch. So, wenn das Setting die ganze Zeit bleiben würde, das wird mir schon taugen. Der Wikinger-Style. Aber wir kommen ja dann irgendwann mal nach England. Ich glaube, da waren wir heute schon mal. Oder in einer anderen Folge. Hier sind wir schon mal durchgekommen. Und die respawnen anscheinend auch wieder hier, die Dinger. Wir darüber das. Oh, wir müssen mich sühnen. Wir müssen darüber. Hier ist auch noch was. Alter, wo sind wir denn jetzt? Ah, wir haben das hier gesehen. Okay, es sind mehrere Sachen. Ich bin da komplett falsch. Ach du Scheiße, wir müssen nochmal zurück, Leute. Ich bin komplett falsch gelaufen. So, wo können wir jetzt hier runter? Wir gehen jetzt normal runter. Mach doch, geh doch mal runter. Okay, wir müssen in die Richtung, oder?
machen wir aber nochmal. Sichtern, wir müssen nach links in die Richtung. Ah, okay. Da vorne ist eh schon unser Punkt. Hier mit dem Pferd reiten, aber das ist ein bisschen schwierig, glaube ich. Aha, da sind doch schon. Aber die haben kein Geweih dran, oder? Wird uns wahrscheinlich nichts geben. Ja, nur Leder und Jagdpfeil. Aber wir kriegen wenigstens unser Leder zurück. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Ah, okay, Hirschruf. Das machen wir auch gleich, weil die wollte ich sowieso verbessern. Ist auch schon wieder eine Höhle. Es war bei ihm drin, ne? Für die Venus-Hang. Okay, irgendwo hier. Oben, also heißt wir müssen hoch. Ah, da ist er, okay. Da kommen wir nicht rüber, aber wir könnten hier lang. Warum ist hier ein Kreuz? Hm.
Schauen wir mal, ob wir da unversehrt hinkommen. Schaut schon geil aus. Ich glaube, an so eine Stelle müssen wir fast da mit dem Boot hin oder so. Das ist keine Höhle. Sie hoch oder rutscht sie runter? Schaut auch ganz gut aus. Schaut ganz gut aus. So weit, 518 Meter. Was? Rauf hier auf die Hudel los. Jawohl. Genau das wollte ich. Okay, wir sind jetzt wieder im Valkans Hütte. Nochmal Material. So, 200 Meter in die Richtung. Und wir schauen immer nach einem Hirsch oder so.
Elite-Gegner, oder? Geh unter. Na, ist auf jeden Fall grün. Das heißt, er ist nicht feindlich. Saling-Ausblick. Okay, wo ist jetzt mein Schatz? Irgendwo hier. Du alte Freundin. Ah, da ist er, okay. Könntest du mir auch ein bisschen besser markieren, finde ich. Das ist. Klar, ich weiß, man sollte es selber suchen, aber. Ich könnte schon wieder hochkommen. Da geht ein Seil rüber. Das heißt, ich muss von oben rüber. Dann machen wir es von da oben. Oh, so mit dir, Evor. Von hier rauf. Oh. Okay, da komme ich dahin, brauche ich aber das Teil nicht. Irgendwas habe ich jetzt aber auf jeden Fall bekommen. Es hat ausgeschaut wie so eine Maske oder so. Ah, da unten. Wolfskralle. Okay. Gut, Leute, ich würde jetzt aber schauen, dass wir jetzt in der nächsten Folge weitermachen. Sind doch schon wieder fast eine Stunde. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und fürs Reinschauen. Und wenn ihr Bock habt, dann würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Wenn auch in der nächsten Folge dabei seid, mich ein bisschen unterstützt, würde mich alles sehr freuen. Und ansonsten, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, reingehauen, euer Andi.